Andreas Gebauer, Geschäftsführer von Kneißl. Man kann heute wirklich sagen, die Kneißl, die Marke lebt. Wir öffnen heute die Star Lounge in Innsbruck. Was ist der Hintergrund und wie geht's Ihnen heute? Ja, heute geht es mir besonders gut. Ich glaube, Kneißl gibt heute ein richtiges Lebenszeichen wieder von sich. Und mit der Öffnung der Kneißl Star Lounge ist uns etwas gelungen, vor allem in Tirol. Wir wollten zeigen den Tirolern auch, wie wichtig uns Tirol ist. Wir haben ja mal gesagt, ganz am Anfang, Tirol muss wieder Kneißlland werden. Und das ist heute der erste Schritt dazu, dass wir die Tiroler davon überzeugen, dass uns Tirol wichtig ist. Und heute ein absolutes Highlight natürlich, diese Eröffnung, wo auch Scheichal Schaber persönlich kommt, um seine Wertschätzung gegenüber Kneißl und dem Land Tirol zu zeigen. Wenn man heute als Kunde hier reinkommt, dann erwartet einen wirklich ein Kneißl-Feeling. Was bekommt man hier in der Star Lounge? Also man bekommt einerseits die neue Produktlinie im Bekleidungsbereich, die sich besonders dadurch auszeichnet, dass wir nur Naturmaterialien verwenden, aber mit Funktionalität. Das heißt, Sie kriegen eine Kaschmirjacke, die wind- und wasserdicht ist. Sie können sich Kaschmirpullovers anziehen. Einfach alles, wo man sich wohlfühlt. Und dann natürlich den ganz klassischen Bereich, wie die neue Skikollektion, die neue Helmkollektion, Skibrillen. Also alles, was man eigentlich für den Skibereich benötigt. Scheich Al-Schaber kommt heute persönlich und das ist auch ein Bekenntnis zum Standort Tirol. Die Star Lounge wird heute erstmals und das ist der einzige Shop, den es bis heute gibt, in Innsbruck eröffnet. Wie geht das weiter? Naja, wir haben an sich vorgesehen, dass wir in den nächsten Jahren in Österreich zwischen 6 und 10 Star Lounges eröffnen. Und wollen dann natürlich auch international rausgehen, dort wo ja Kneißl schon einmal vor vielen Jahren war, international. Und dann schauen, dass wir in den nächsten Jahren das Konzept, das wir hier haben, erfolgreich in den anderen Ländern auch durchführen. Andreas Gebauer, danke für das Gespräch. Herzlichen Dank.